Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren beim letzten Mal hier in der fünften GDI-Mission unterwegs, ne, und haben uns hier von hier unten in die Basis gekämpft, haben die repariert und wir müssen jetzt hier halt die Not platt machen. Und da sind wir doch auf ganz guten Weg. Wir haben jetzt die drei BMTs. Mit denen würde ich, glaube ich, gerne mal reinfahren. Das wäre doch eine gute Sache. Mit denen werde ich nämlich in die Basis reinfahren. Ganz genau, liebe Leute. Und dann würde ich sagen, machen wir mal direkt hier weiter. Wenn man die Maus mal vernünftig reagieren würde hier, so. Dann würde ich sagen, fahrt rein, Leute, los. Die treffen euch nämlich nicht so. Ach du Scheiße, okay, da sind noch ein paar. Aber, hey, geschafft. Ah, der baut nach. Scheiße, Mann, der baut nach. Warum baut denn der nach, Mensch? Wo kriegt er die Kohle her? Da baut er einfach Mannequin nach, das kann doch nicht sein. Der baut echt nach, ne, das ist... Ja gut, aber lasst ihm seine Kunde ausgeben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn er seine Kohle unbedingt für Mannequin ausgeben will, dann ist das natürlich mein Problem. Ja, Leute, ein etwas unkonventioneller Start in die Mission. Ja, toll. Aber der baut halt gerne Mannequin. Aber er hat kein Geld mehr, wie ihr seht. Der baut die... Ey! Wo hat denn der jetzt den Jeep her? Hä? Wo hat der die Kohle her? Was zur Hölle? Naja gut, egal. Leute. Kriegen wir auch so hin. Müssen wir einfach nur genug Einheiten uns besorgen. Dann kriegen wir das schon hin, ja. Und liebe Leute, Freitagabend, Wochenende steht vor der Tür. Ich habe hier einen Mixery Cola, davon nehme ich mal einen kleinen Schluck. Genau, und Sammler, du bleibst mal bitte hier. So, ich habe jetzt einiges an Grenadieren. Ach, so, ich wusste, dass der auf meinen Sammler will hier, dieser Penner. So. Da hat er meinen Sammler sogar hier. Ja. Ich weiß nicht, das Spiel ist ein bisschen leise im Moment, ne? Wartet mal. Optionen? Audio? Ja, machen wir mal ein bisschen lauter, kommt. Und, liebe Leute, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Command & Conquer Remaster. Jetzt hat der Penner natürlich noch weitere Mannequin da aufgebaut, ne? Das ist natürlich... Das ist blöd. Na gut, lässt sich jetzt erstmal nicht ändern. gut. Ja, diese Runde, wie die da drehen, gefällt mir gar nicht. Was macht ihr denn da, Kollegen? So, fahr den kaputt. Los, fahr den platt. Den kriegst du ja wohl. Ja, sehr gut. Schön drüber gefahren. So. Sehr schön, Leute. Sehr gut. Ja, meine Frau hat Spaß drüben. Mit unseren Katzen. Dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt unsere vier Grenadiere. Weißt du was? Fahr den platt. Naja, es war klar, dass der das wieder nicht hinkriegt, aber gut. Nicht schlimm, Leute. Haben wir jetzt noch diese vier Verstärkungsgrenadiere quasi. Und ja, dann machen wir mal die GDIs platt. Bam. So, ach, die GDIs sage ich schon. Machen wir mal die Noddies platt hier. So, Mission 5. Gefällt mir gar nicht, dass der da wieder die Einheiten gebaut hat, aber gut. Wir müssen ja irgendwie jetzt hier durchkommen, ne? So. Dann machen wir mal nach und nach hier alles platt mit unseren Lieblingsgrenadieren hier. So, zack. Und bam. Putz. Und bam. Genau, das geht doch easy. Das geht doch easy hier. So, jetzt mach diese Mannequin-Fabrik weg. So, und weiter geht's hier. So, bam, bam, so schnell geht das mit den Dingern.
Richtig gut, Grenadiere, ich liebe sie. Genau, Leute, so bam. Und dann haben wir die Mission auch schon. Ja, gut. Hätte ich auch in der letzten Folge machen können, ne? Aber da baut er echt die Mannequin-Fabrik nach. Was soll das denn? Na ja, gut. Da baut er die Mannequin-Fabrik nach. Unfassbar. Na ja, gut, egal. Jedenfalls haben wir das jetzt hier. Und wenn wir jetzt die Flak, glaube ich, kaputt machen, kriegen wir Flugzeuge, oder? Wir kriegen einen Luftangriff, Leute. Dann würde ich sagen, mach ich das doch mal. Luftangriff, komm. Da ist der Bomber. Bam. Sehr schön. Und weg damit. Und das war's. Sehr schön, Leute. Alles klar. Dann haben wir auch Mission 5 schon erledigt. Sehr, sehr gut. Und ich nehme mal einen Schluck hier. Und der GDI-Adler schnappt sich den Notskorpion. So muss das laufen, liebe Leute. Wunderbar. Wir haben richtig viel verloren, aber es war halt auch eine unfaire Mission, ne, weil wir am Anfang halt nichts hatten. Na gut. Leute, dann würde ich sagen, wir haben ja wieder eine Bonusgalerie. Aber erstmal, klar, die gute alte Weltkarte. Ja, das ist jetzt so klein-klein, ne? Wir gehen nach Tschechien und die Nordis, die haben hier ein bisschen was von Italien eingenommen. Aber gut. Leute, wie gesagt, erstmal die Bonusgalerie nochmal anschauen. Jetzt ist es nur noch eine. Shepard wird auf dem Podium verhört. Okay. Jetzt haben wir hier auch wieder die Greenscreen-Aufnahme von der Katze. Okay, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, Osten oder Westen? Ach Quatsch, wir haben hier nur eine. Ja, das sind jetzt, infiltrieren Sie die Nordbasis mit einem GDI-Kum. Ich weiß, welche Mission das ist. Das ist eine richtige Scheißmission. Ja gut, aber was soll ich machen? Ja, Leute, eine Cutscene, die sinnlos in unseren Augen ist. Weil wir haben einfach nicht die nötigen Informationen gekriegt wegen Funkinterferenzen. Sowas kann im Krieg ja echt übel enden, ne? Okay. Verstärkungen sind angekommen. Yep. Ich weiß, welche Mission das ist, liebe Leute. Wir haben hier unseren OP-Commander. Und das ist eine richtige Sneaky-Mission. Die ist aber auch schnell zu Ende, wenn man es richtig macht. Muss ich jetzt gerade mal gucken. Also, natürlich kommt da ein Minikin raus, ne? Wie gesagt, diesen Kommando, den kennen wir ja schon. Aber anstrengend ist das halt, wenn wir ein Gebäude platt machen und da ein Minikin rauskommt. Das ballert nämlich direkt auf einen drauf los hier. So Leute, da haben wir einen Hubschrauber, einen Helitrans. Und mit dem müssen wir erstmal hier auf das Dorf. In das Dorf, okay, ich verstehe schon, Leute. Ja. Die Kirche können wir platt machen. Aber leider kein Geld drin. Gut, Leute. Dann müssen wir uns jetzt hier Schritt für Schritt voranpirschen. Wartet mal, ich speichere das mal gerade. GDI Mission 6. So, Leute. Weil wir müssen uns hier über einen bestimmten Weg in die Basis einschleichen.
Weil wir müssen halt ja in diese Basis irgendwie reinkommen. Die ist allerdings Gottes Willen. Die ist allerdings sehr schwer befestigt. Ey, das ist doch unfair, wenn diese Männchen da angeschissen kommen. Wenn da Männchen rauskommen. Das ist mega unfair, Leute. Aber gut, was soll man da machen? Da fährt ein Jeep rum. Wenn wir dem in die Hände fallen, ist natürlich vorbei. Na klar. Weil gegen den Jeep haben wir keine Chance. Bam. So. Dann schick den Hubschrauber mal bitte da unten hin. So, da haben wir. Oh Mann. Oh Mann, Leute, der lebt fast gar nicht mehr hier. Naja, verdammt. Aber ich glaube, es war hier oben. Ich glaube, das war tatsächlich hier oben. So. Macht die alle kalt. Los. Man darf nämlich hier gar keinen Stress produzieren. Scheiße. Das war's. Aber warum kommt denn der da jetzt angeschissen? Was soll denn das, Leute? Verdammt. Okay, aber auf jeden Fall interessant, dass der Jeep da angeschissen kommt, ne? So, dann. Ist diese Flak wieder? Ja, okay. Dann bam. Also wieder zwei Männchen drin. Nichts, das ist nicht wahr. So, wie kommt man denn hier hin, ohne dass dieser Jeep losfährt? So. Der Jeep ist da gar nicht da. Okay. Interessant, Leute. Und jetzt hier nochmal die ganzen Männchen platt machen. Ich habe kein Leben mehr mit den Typen hier. So. Ich glaube, man muss einfach keine Einheiten platt machen. Ja, das kann sein. Wartet mal. Weil hier oben haben wir nämlich genau. Da haben wir. Da steht eine Flak. Einheit verloren. Ja, das war's eigentlich schon, ne? Dass da eine Flak steht, das ist natürlich blöd. Gut. Ich muss auf jeden Fall über den Weg da oben in die Basis rein. Da muss ich einfach irgendein Gebäude platt machen. So. Aber dann mache ich jetzt. Wie weit schießt denn das Ding? Alter Schwede, Leute. Wie weit schießt denn das Ding? Da können sie bestimmt wieder Männchen raus. Ja, zwei Stück. Wieder zwei Männchen. So unfair, ey. Aber gut. Leute, nicht schlimm. Da ist der Jeep schon wieder. Ich habe den daher fahren sehen. Verarscht mich doch nicht. So. Dann. Ich muss auf jeden Fall hier oben rein, Leute. Speichere dann nochmal Mission 6 GDI. So. Bam, bam, bam. Sehr schön, Leute. Ich würde sagen, könnten wir ja theoretisch schon rein, ne? So, genau. So, diese Flak. Kein Problem. Wisst ihr was? Ich speichere das nochmal. Weil ich muss das ja irgendwie schaffen, dass ich da mich daneben die Flak stelle. Weil die kann ja nur zweimal schießen. In Ordnung. Genau. Leute. Genau. Schon dabei. Kein Problem. Und ich muss, glaube ich, nur diese Radarzentrale hier kaputt machen, wa? Einsatzziel. Ha, tatsächlich. Geil. Okay. Dann war es der doch nicht so schlimm. Gut. Nur die Radarzentrale, also. Okay. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, haben wir auch die sechste Mission schon. Oh mein Gott. Abschließend Havoc, Leute. Mission 6. Alles klar. Das war ja relativ unspektakulär. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wie ist unser Fortschritt? Oh. Hä?
Mittelkoordinaten. Ach so, ja, richtig. Für den nächsten Einsatz. Ich dachte schon. Aber wir haben ja sehr viel eingenommen und es geht wieder nach Tschechien. Okay, interessant. Gut, was haben wir hier? Die vielen Gesichter des Carter. Bill Collins, der in der Rolle des Carter vor einem Greenscreen-Aufnahmen Szenen für die GDI-Mission Havoc spielt. Ja, das war diese komische Funkinterferenzmission. Die wir ja gerade hatten. Genau, liebe Leute, und dann würde ich mal sagen, ja, wir sind hier wieder zurückgefallen. Vorheriges Missionsziel noch nicht abgeschlossen. Ja, Flugfeld sollte anvisiert werden. Okay. Ja gut, alles klar. Ja, das, dafür konnten wir ja nichts, ne? Commander, gab es da Unklarheiten mit dem letzten Befehl? Wir wollten, dass Sie alles ausschalten, aber Nord hockt immer noch da. Wir können Ihnen jetzt eine komplette Einheit zur Verfügung stellen, aber diese Mission muss dafür auch klappen. Beseitigen Sie alle Nord-Kampfbots und Installationen, was immer Sie finden. Und reprogrammieren Sie Ihre Droiden. Erbeutetes Tiberium ist mit äußerster Sorgfalt zu transportieren. Es scheint einen negativen Einfluss auf Bots und Menschen auszuüben. Ende. Hey, also warum scheißt du mich denn da jetzt zusammen, ey? Ich hab doch gar nicht alles mitgekriegt. Idiot. Nein, Spaß. Aber es ist halt, ne? Wir sollten anscheinend mit einem Bot die ganze... mit einem, Kommando die ganze Basis platt machen. Ja, toll. Da fragen sich echt, wie das gehen soll, ne? Aber gut, Leute. Wir kriegen jetzt... Oha! Flammenwerfer! Was zur Hölle? Ja, toll. Was zur... okay. Die Maniken, die sind weg, okay. So, dann. So, dann mach diesen Gummipanzer mal platt. Ach du Scheiße. So. Wir sehen, die Karte ist jetzt hier ein bisschen größer. Ja, da muss ich mir jetzt halt den Bauhof gleich nehmen und hier oben hinstellen. Nicht da unten, weil da unten ist halt keine Kohle. Genau, lass die mal durchs Tiberium rennen. Ist in Ordnung. Und dann würde ich sagen, nein, nicht dagegen kämpfen, Leute. Ja, tschüss, Panzer. Scheiße, Mann. Na ja, gut, egal. Das wird auch so klappen. Ja, wir müssen einfach jetzt hier alles platt machen. Okay, ich verstehe schon, Leute. Einfach alles platt machen. Dann machen wir das doch mal, ne? Nein, jetzt hört doch mal auf. Na toll, das kann ich jetzt natürlich knicken, ne? Aber den Panzer, den brauche ich noch, Leute. Ja, knall mir ruhig den Panzer weg. Penal not, ey, wirklich. So, aber Waffenfabrik, komm. Die brauche ich jetzt. Die brauche ich... Ach du Scheiße. Kommt er schon wieder. Da kommt er schon wieder angeschissen. Da steht auch noch einer im Busch. Ein Flammenwerfer. What? Was zur... Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Ja, toll. Scheiße. Was war das denn? Oh Mann, Leute. Das ist ja die erste Kampagnenmission, die richtig mies ist, ey. Richtig gemein. Ja gut, Leute. Ja gut, dann kommt mal her hier. Ihr scheiß Flammenwerfer. Nö. Oder? Ah. Und hier. Und da. Genau. So. Und dann da oben drauf. Genau. Und auf den Gummipanzer da. Los. Auf den Gummipanzer. Mach den platt, Mann. So. Meine Güte. Das kann doch nicht so schwer sein, Minigun zu überfahren. Alter Falter, das ist... nicht übel. Nicht übel, Leute. Wie das hier abgesichert ist. Ne? Richtig krass. Ja gut, da muss ich auf jeden Fall...
Türmchen bauen, aber ich glaube, wir haben in der Kirche ja auch Geld, ne? Nehme ich an. So, auf jeden Fall erstmal Kaserne dort. Kaserne bauen. Und dann werde ich ja direkt Türme bauen. Diese Drecksmanniken. Diese Drecksmanniken. Ist doch nicht wahr, ey. So. Dann stell diese blöden Türme dahin. So. Warte, jetzt habe ich hier einen Verteidigungsturm. Gut. Und dann baue ich jetzt aber meine Waffenfabrik. So. Da versucht das schon wieder. Dann zieh die einfach hier rein, los. Ach du Scheiße. Und weg damit. So. Sehr schön, Leute. Die sind weg. Nicht gegen den Raketentypen hier. Mann, Leute. Gut. Sehr schön. Die haben keine Chance. Keine Chance mehr hier. So, Leute. Die Kirche ist platt. Zumindest zur Hälfte. Und oh, dieser Flammenwerfer. Da ist aber bestimmt Geld drin, oder? Nee, ist natürlich kein Geld drin, alter Schwede. Ja, egal. Leute, dann ist das halt so. Der Flammenwerfer. Ja, gut. Der Flammenwerfer, ne? Ich habe mich auch hier falsch aufgebaut irgendwie, ne? Weil so viel Geld ist hier gar nicht. Was zur... Okay. Interessant. Dann bauen wir bitte einen Wachturm hier unten hin. Ja. So, Leute. Die machen da alles im Arsch. Warum machen die da alles im Arsch? Verstehe ich nicht so ganz, aber gut. gut, die kosten nur 500. Das ist gut. Da will ich ja noch eine von bauen. Und eine Werkstatt kann ich hier leider nämlich nicht bauen. Okay. Oh Mann, oh Mann. Ach Gott, Leute. Ihr seid doch nervig. So, und hier, bam. So. Meine Güte. So, dann bauen wir bitte noch einen Sammler. Dann habe ich jetzt nämlich genug Verteidigung hier stehen. Ganz genau, und müsste ich eigentlich gleich mal gucken, ob ich hier noch irgendwo Kohle habe, ne? Jetzt kommt der scheiß Flammenwerfer wieder. Ja, komm rein, los. So, bam, weg ist der. Okay, puh. Der Sammler ist schon mal Schrott. Scheiß Raketentyp. Ja, der... ist doch nicht ihren Ernst, ey. Ja, dann habe ich jetzt gleich zwar zwei Sammler, aber irgendwie keine Werkstatt. Kann ich nicht bauen. Und dann keine Kohle für einen Jeep, ne? Ja, doch, wahrscheinlich reicht das noch so... so gerade. Das sind zum Glück nur Manneken. Das ist in Ordnung. So. Dann bau danach bitte einen Wüstenjäger. Der kostet ja nur 400. Mercy's for the weak. Genau. Gut, dann lass den Sammler bitte hier stehen. Oder ne, den kaputten lass ich mal hier stehen. Ja, das könnte knapp werden. Das könnte echt knapp werden mit der Kohle. Ist hier noch was? Da ist tatsächlich noch was. Ja, das reicht aber nicht. Das reicht aber nicht. Oh Mann. Jetzt muss ich gleich mit dem Sammler erkunden. Was ist das denn für ein Scheiß? Nö, reicht nicht. Shit. Oh mein Gott. Ja gut, dann... Sammler, fahr einfach hoch. Komm. Jetzt muss ich echt hier mit dem Sammler rumfahren. Da steht ein Gummipanzer. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Ey. Das ist nicht wahr. Puh, interessant, Leute. Das ist nicht wahr. Ja, Raketentyp. Ja, macht den platt. Ja, dann aktiviert sich immer der Gummipanzer.
Ja, Leute, was soll ich denn hier machen? Ich brauch doch Geld. Noch ein Buggy. Ach, Leute. Ist ja nicht euer Ernst. Hätte ich vielleicht nicht den Sammler bauen sollen, ne? Ja, gut, dann verkauf halt diesen einen Turm. Konstruktion fertig. Weil dann kann ich nämlich mit dem Jeep mal ein bisschen erkunden fahren. So, so Leute. Mach diesen Flammenwerfer im Arsch. Da oben ist nämlich Geld. Seht ihr das? Da oben ist Geld. Ja, toll. Ah. Ja, dann. Ärgert immer noch ein bisschen. Gut, da oben ist Geld. Ich wusste es doch, Leute, dass ich hier noch weiter hoch muss. Mann. Aber dieser scheiß Gummipanzer aktiviert sich. Puh, oder auch nicht. Okay, gut. Alles klar, dann brauche ich nämlich tatsächlich einen Kampfpanzer. Mach den platt da. Mensch. So, Flatsch. So, Leute. Die beiden Sammler sind fast kaputt, ey. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. So kaputte Sammler hier, ey. Ja, gut, aber geschafft, okay. Kann ich mit dem Schildkrötensammler jetzt doch mal. Oh Mann. Das ist ja echt lächerlich. Zwei kaputte Sammler. In Ordnung. Naja, gut, aber wie kann ich halt um den Gummipanzer drumrum manövrieren? In Ordnung. Und mir dann da oben die Kohle holen. Reparatur läuft. Und dann habe ich jetzt genau diesen Panzer fertig, mit dem ich den Gummipanzer platt machen kann. Das ist schon mal sehr gut. Genau. Weil diesen Kampf wird der Kampfpanzer gewinnen. Definitiv. Und dann können wir ja wahrscheinlich in Ruhe sammeln. So. Dann macht den Jeep da platt. Die fünf, die stehen da noch rum. Ja, okay. Oh, den kriegst du ja im Arsch, ne? Oh, ich sehe gerade, die Folge ist schon voll. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, GDI Mission 7. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.